Ja, guten Abend, liebe Kolleginnen, Kollegen, liebe Gäste. Zum ersten zwei Vorträgen im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Was macht das Medium? Die wir zusammen mit dem Lehnbachhaus geplant, konzipiert und haben und realisieren. Es liegen Plakate, gefaltete Plakate, hoffentlich auf allen Tischen, an denen Sie sehen können, wo welche Vorträge in den nächsten Wochen stattfinden. Mein Name ist Leonhard Emmerling, ich bin Bereichsleiter für Bildende Kunst hier im Goethe-Institut und ich habe das große Vergnügen, erst einmal meinen Dank auszusprechen. Hier geht zuerst an Karin Althaus vom Lehnbachhaus. Es ist doch immer wieder gut, ab und zu Fahrrad zu fahren, denn die ganze Idee wurde eigentlich geboren an irgendeiner roten Fahrradampel, wo man so fragt, was machst du denn gerade, was hast du denn vor? Und es ist sehr schön, dass sich aus so einer Idee dann tatsächlich etwas entwickelt und etwas entsteht. Dann möchte ich meiner Kollegin Marina Ludemann danken, die von Anfang an mit dabei war, und Christian Lüffe vom Bereich Film, der es auch finanziell unterstützt. Ich möchte Mathilde W. danken, die assistiert hat die ganze Zeit und mitorganisiert hat. Ich möchte Lisa Meyerhöfer danken, sowie dem, wo ist die Lisa, da hinten, die ganze Kommunikation betreut hat und ohne die das die ganze Öffentlichkeitsarbeit nicht möglich gewesen wäre. Ich möchte auch Philipp Leis danken und Christoph Mücher vom Bereich Kommunikation, die das von Anfang an unterstützt haben. Und dann möchte ich noch Karin Wimmer begrüßen. Karin Wimmer hat die Idee der Frage nach der Medienspezifik aufgenommen und wir haben das Vergnügen, hier am Kunsthistorischen Institut der LMU mit den Studierenden, von denen ich auch viele sehe und begrüße und für deren Kommen ich mich bedanke. Also wir machen ein Seminar zusammen und vielen Dank, dass du die Idee aufgenommen hast. Ich möchte ein paar einleitende Thesen vortragen. Mein Vortrag heißt, oder unser Vortrag, das Thema des Abends heißt Ein neuer Paragone, und das bedarf vielleicht der Erklärung. Ich werde etwas vielleicht eher Grundsätzliches sagen und dann wird Marina ein bisschen detaillierter in die Thematik einsteigen. Unter Paragone, wörtlich übersetzt Vergleich, versteht man den in der Antike vorgeprägten und vor allem in der Hochrenaissance heftig geführten Streit um die Position der Gattungen wie Malerei oder Skulptur in der Hierarchie der Künste und der Wissenschaften. Ausgangspunkt der Debatte war ein kurzer Text von Horaz, 14 vor Christus geschrieben, in dem er forderte, dass die Malerei wie die Poesie zu funktionieren habe. Ut pictura poiesis. Offenbar hielt er der Malerei ein Vermögen zugute, das der Poesie abginge. Und es war wohl das der anschaulichen Unmittelbarkeit. Zur Zeit von Vermeer, dessen Gemälde die Malkunst ich hier zeige, debattierte man das Verhältnis zwischen den beiden Künsten oder Gattungen in der Hinsicht, dass die Malerei sich historischer oder literarischer Quellen bedienen sollte, um sich, so schreibt es ein gewisser Gérard de Lairesse um 1640, um sich reiche Gedanken und geschickte Stoffe zur Übung zu verschaffen und dieselben zierlich auszuschmücken. Es handelt sich bei Vermeers Bild von der Malkunst auch um eine Behauptung ihres Rangs im System der Künste. Wir sehen den Maler, der eine als Clio, verkleidete oder gekleidete Dame, Clio, die Personifikation der Geschichte, malt. Verschiedene Hinweise wie die Landkarte im Hintergrund und der Doppeladler, der oben im Kronleuchter sich befindet, also können wir das Licht ein bisschen runterdimmen, dann sehen wir den Doppeladler vielleicht auch. Also diese Hinweise lassen es als naheliegend erscheinen,
der sich dabei sowohl um die Geschichte der niederländischen Malerei als auch um die politische Geschichte der Niederlande und ihre Allianz mit den Habsburgern geht. Die Historie, die bei Lares der Malerei den Stoff liefert, denn ansonsten entbehrt sie offenbar der reichen Gedanken, steht hier im Dienste der Malerei, die sich ihrer bedient, um ihren eigenen Ruhm zu verbreiten und die sich zugleich als das Medium anbietet, angemessen den Ruhm der Niederlande und ihrer glorreichen Herrscher in Erinnerung zu rufen. Die Debatten um den Vorrang der Künste wogten bis ins 20. Jahrhundert hin und her, ohne dass ein Sieger auszumachen war. Mal verteidigte man die Malerei gegen die Skulptur, dass sehr wohl Malerei Skulptur, nicht aber Skulptur Malerei nachahmen könnte. Oder die Skulptur reklamierte für sich den Vorzug einer physisch-leiblichen Präsenz im Raum, die von der Malerei nicht zu erreichen war. Der italienische Künstlerbiografen, Begründer der europäischen Kunstgeschichte, Giorgio Vasari, suchte den Ausgleich, indem er die Malerei und Skulptur als Schwesterkünste versöhnlich nebeneinander stellte, nicht ohne zugleich klarzumachen, dass die Zeichnung die Grundlage aller Kunstpraxis sei. Was zu ausgeklügelten Theorien über die Bedeutung des Disegno Interno und zu der bekannten Gegenüberstellung zwischen venezianischer und florentinischer, zwischen malerischer und zeichnerischer Malerei führte. Hier die Häutung des Messias von Tizian, in dem es ja auch um einen Künstlerwegstreit, um einen Paragone ging. Also der Satyr Messias forderte Apoll zum Wettstreit der Musik heraus. Er blies die Flöte, Apoll spielte die Leier oder Lyra, und da er auch dazu gleichzeitig singen konnte, war er dem Messias überlegen. Und die Strafe war drakonisch, der Messias wurde gehäutet. Das Malerische als das Medium einer unmittelbar sinnlichen Welterfahrung und ihrer Repräsentation, das Zeichnerische als das Medium einer von der Kognition gesteuerten Weltdarstellung, die weniger zeigt, was man sieht, als vielmehr das, was man weiß. Das ist jetzt auch wieder ein Wettstreit der Künstler, aber es ist der Parnass von Raphael in den Stanzen in Rom. Ein Beispiel eben für das, was nun zeichnerische Malerei darstellt, im Gegensatz zu der malerischen Malerei in Venedig. Wie weit solche scheinbar entlegenen Fragen reichten, lässt sich am Streit zwischen Poussinisten und Rubenisten an der Wende zum 18. Jahrhundert ablesen. Die Rubenisten verteidigten das Malerische. Wir sehen hier das uns allen bekannte Bild in der Pinakothek. Die Rubenisten verteidigten das Malerische Sensuelle, was schließlich zur Entbindung der Malerei von staatstragenden Aufgaben führte. Deren Hauptaufgabe hatte man in der Evokation von Gravitas, der Würde der dargestellten Person, gesehen. Die Präferenz des Malerischen hingegen sprach dem individuellen Empfinden das Hauptgewicht zu und leitete insofern eine Entwicklung zur Autonomisierung von Kunst ein. Ästhetische Normen konnten nun nicht mehr Allgemeinverbindlichkeit reklamieren. Ihnen gegenüber erhielt die individuelle Erfahrung des Kunstwerks und die Formulierung einer individuellen Erfahrung im Medium des Kunstwerks ein Eigenrecht jenseits repräsentativer Funktionen. Also ich glaube, man kann sehr gut den Unterschied zwischen der malerischen Auffassung von Rubens und der von beispielsweise Poussin eben feststellen. In 1766 veröffentlichte Gotthold Ephraim Lessing sein Traktat Laocoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie. Ein auf mehrere Bände angelegtes Werk, von dem nur der erste Teil fertiggestellt wurde. Lessing untersuchte das Verhältnis zwischen Text und Skulptur anhand der Laocoon-Gruppe, einer Skulpturengruppe, die 1506 in Rom gefunden wurde und die wohl die römische Kopie einer Bronzestatue war, aus Pergamon, die wohl um 200 vor Christus entstanden war. Lessing versucht den Unterschied zwischen Malerei und Poesie, und er macht keinen großen Unterschied zwischen Malerei und Skulptur.
Es tut mir leid. Woran liegt es? Naja, machen wir einfach weiter. Also, Laocoon versucht, Lessing versucht, den Unterschied zwischen Malerei und Poesie folgendermaßen zu begründen. Ich schließe so, wenn es wahr ist, dass die Malerei zu ihren Nachahmungen ganz andere Mittel oder Zeichen gebraucht als die Poesie, jene nämlich Figuren oder Farben im Raum, diese aber artikulierte Töne in der Zeit. Wenn unstreitig die Zeichen ein bequemes Verhältnis zu dem Bezeichneten haben müssen, so können nebeneinander geordnete Zeichen auch nur Gegenstände, die nebeneinander oder deren Teile nebeneinander existieren, aufeinanderfolgende Zeichen, aber auch nur Gegenstände ausdrücken, die aufeinander oder deren Teile aufeinander folgen. Gegenstände, die nebeneinander oder deren Teile nebeneinander existieren, heißen Körper. Folglich sind Körper mit ihren sichtbaren Eigenschaften die eigentlichen Gegenstände der Malerei. Gegenstände, die aufeinander folgen oder deren Teile aufeinander folgen, heißen überhaupt Handlungen. Folglich sind Handlungen der eigentliche Gegenstand der Poesie. Und die Malerei kann in ihren koexistierenden Kompositionen nur einen einzigen Augenblick der Handlung nutzen und muss daher den prägnantesten wählen, aus welchem das Vorhergehende und Folgende am begreiflichsten ist. Zitat Ende. Von hier aus erschließt sich auch, warum für Lessing Werke des Barock schlicht nicht hinnehmbar waren. Die Darstellung von Flammen oder Wolken in der Skulptur, der Versuch, etwas an sich Flüchtiges im Medium des Bildhauerischen zu fassen, musste für ihn einen Widerspruch in sich darstellen. Das kennen Sie auch alles, die Asamkirche hier in der Stadt. In anderen Worten, die Malerei gibt simultan und synchron, was der Betrachter sich in sukzessiven, zwar gelenkten, aber dennoch frei wählbaren Anschauungsakten erschließt. Während die Poesie als diachrone Abfolge von Zeichen die Zeitlichkeit der Rezeption diktiert. Gegen Lessing aus heutiger Sicht Einwände zu erheben, ist natürlich leicht. Die Vielfalt der künstlerischen Gattungen ist enorm gewachsen. Lessings Ästhetik fußt auf einer Nachahmungsästhetik. Die Werke, um die es bei ihm geht, besitzen stets einen Referenten, auf den sie sich beziehen, ob ein Gegenstand oder ein Text. Eine Kunst, die nicht mehr von Mimesis ausgeht, sondern von Inventio, also Anschauungsgegenstände schafft, die überhaupt keinen Äquivalent in einer anderen Realität besitzen, als in der durch das Kunstwerk überhaupt erst hergestellten, werden von seiner Theorie nicht erfasst. Darüber hinaus war seine Absicht, eine normative Ästhetik zu formulieren, die zu überwinden, sich die Kunst des 20. Jahrhunderts vorgenommen und mit Erfolg durchgeführt hat. Den letzten Versuch einer normativen Ästhetik stellt das Bemühen des amerikanischen Theoretikers Clement Greenberg dar, das Spezifische der Malerei anhand zweier zentraler Kriterien zu definieren: Flatness und Opticality. Moderne Malerei, so Greenberg, gebrauche Malerei zu dem Zweck, Malerei zu thematisieren, wie Kant Logik gebraucht habe, um die Grenzen der Logik aufzuweisen. Ihr einzigartiger Wert liege darin, im Medium selbst eine Kritik des Mediums zu vollziehen. Daraus resultiere die Reinheit der Malerei. Das Optische sei der einzige Sinn, auf den sich eine ausschließlich und wesentlich malerische Kunst beziehen dürfe. Was Greenberg damit meint, ist, dass Malerei nicht versuchen dürfe, illusionistisch ein Fenster zur Welt zu öffnen. Eine Auffassung von dem, was Bilder zu leisten hätten seit der Renaissance. Malerei habe vielmehr ihre Zweidimensionalität, Flatness, als ihre eigene Grundbedingung zu akzeptieren und zur Anschauung zu bringen. Sie repräsentiert nichts mehr außer ihr Liegendes, sondern sich selbst in ihrer Spezifizität. Der Grundzeuge Greenbergs für seine Thesen war Jackson Pollock, dessen Gemälde ihm auch aufgrund ihrer schieren Größe geeignet schienen, seinen Widerwillen gegen das nett gerahmte Leinwandbild, das die bourgeoise Stube behübscht, und seine Präferenz für das Wandbild argumentativ zu stützen.
Hält man das Greenbergsche Dogma aufrecht, ist alles, was nicht den Kriterien des rein malerischen, des rein optischen entspricht, keine oder schlechte oder nicht malerische Malerei. Und Malerei, die sich nicht selbstkritisch untersucht, ist keine moderne Malerei. Was diese moderne Malerei auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, die Kritik ihrer selbst in genau jenem Medium zu formulieren, das Gegenstand der Kritik ist. Solche normativen Ansätze erscheinen heute angesichts der Praxis der Kunst als überholt. Man kann zwar behaupten, dass es einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen zeitbasierten Medien und Werken, deren phänomenale Gesamtheit synchron gegeben ist, auch wenn sie nur diachron rezipiert werden können. Die Rezeptionsvorgaben eines Films oder eines Videos unterscheiden sich, oder einer Performance oder eines Theaterstücks, unterscheiden sich von denen eines Gemäldes oder einer Fotografie grundlegend. Zu einem Gemälde oder einer Fotografie in einer Ausstellung kann ich zu jedem beliebigen Zeitpunkt zurückkehren und es wird als materielles Substrat immer dasselbe sein. Ein Film oder ein Buch soll ich von seinem Anfang oder seinem Ende bis zu seinem Ende lesen oder ansehen und nicht irgendwo ein- und aussteigen. Doch dies als Lösung des Problems der Medienspezifik darzustellen, wäre voreilig, denn die Schwierigkeiten fangen damit erst an. So sind analoge Filme und Fotos in ihrer Materialität vergleichbar, eine lichtempfindliche Emotion. Ebenso sind digitale Medien vergleichbar. Sie bestehen aus komplizierten binären Codes und den entsprechenden Maschinen, die diese beispielsweise in Bilder oder Töne übersetzen. Ich erhalte auf der Basis einer Unterscheidung hinsichtlich der Materialität kein ausreichendes Unterscheidungskriterium zwischen Film und Fotografie oder zwischen verschiedenen Formen digitaler Medien. Und der Verwirrung ist noch kein Ende. So könnte ich versuchen, Malerei als Medium zu definieren, das generell nur Unikate umfasst. Doch kann ich mithilfe des Öldrucks Reproduktionen herstellen, die hinsichtlich der Materialität, wenn auch nicht vielleicht hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung der Farben und hinsichtlich der Textur und Haptik malerischer Oberflächen dem Original gleichen. Oder ich könnte den Unterschied zwischen Malerei und Fotografie festzumachen versuchen, indem ich behaupte, die Fotografie bedürfe eines Apparats. Fotografie registrierte mithilfe der Kamera, während Malerei überhaupt erst zur Sichtbarkeit bringe, was vorher nicht existiert habe. Doch scheitere ich mit diesen Versuchen ebenfalls insofern, als es kameralose Fotografie gibt, schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts, oder ich scheitere, wenn mir ein Vertreter des surrealistischen Automatismus entgegnet, der Künstler selbst sei lediglich eine registrierende Apparatur, die quasi subjektlos Dinge aufzeichne, die aus seinem Unbewussten durch ihn auf das Papier strömten. Wenn sich sowohl die Gattungsgrenzen auflösen, als auch eine Bestimmung der Medienspezifik sich nicht mehr darauf gründen lässt, dass eine bestimmte Gattung sich mit einem bestimmten Medium, Fotografie mit der Emulsion, Malerei mit Öl oder Tempera oder Fresko, verknüpfen lässt, warum dann die Frage nach der Medienspezifik? Die unübersehbare Vielfalt künstlerischer Möglichkeiten ermöglicht eine entsprechende Wahlfreiheit. Doch diese Wahlfreiheit bringt auf produktionsästhetischer Seite mit sich den Zwang zur Entscheidung und ihrer Begründung. Auf rezeptionsästhetischer Seite folgt daraus die Notwendigkeit, jede Entscheidung einer Wahl für ein bestimmtes Medium zu verstehen zu versuchen. Die Diskussion hat sich somit von der Diskussion über die Unterschiede zwischen den Gattungen und ihren Medien in die Diskussion der Begründetheit der Entscheidungen in jedem individuellen Werk verlagert. Es geht heute nicht mehr um generalisierende Unterscheidungen, sondern um das Gespür für die Spezifik jeder einzelnen Entscheidung, die ein Künstler fällt, wenn er ein Werk schafft. Im Jahr 1966 malte Gerhard Richter das Bild Emma, Akt auf einer Treppe. Das Gemälde basiert auf einer Fotografie, die Richter in seinem damaligen Atelier am Fürstenwald aufnahm. Kunsthistorisch gibt es zwei Referenzpunkte für das Gemälde. Peter Paul Rubens, Darstellung seiner Frau Hélène Fourmont als Künstlergattinnenporträt und Marcel Duchamp's Akt eine Treppe hinabsteigend von 1912. Der wichtigere Referenzpunkt ist Duchamp.
Bei beiden spielt das Motiv der Treppe eine Rolle und bei beiden findet die Fotografie Verwendung. Duchamp benutzte Vorlagen nach Etienne Jules-Marais und Edward Muybridge, die die Zergliederung der kontinuierlichen Bewegungsakte durch die Fotografie zeigten. Von den Futuristen und Kubisten vehement abgelehnt, produzierte Duchamp auf der Armory Show in New York 1913 einen großartigen Skandal und avancierte zu einem der Schlüsselbilder der Moderne. Es markiert sowohl Duchamps Versuch, sich der futuristischen Technik zur Darstellung von Bewegung zu bedienen, wie auch einen Endpunkt in seiner Beschäftigung mit retinaler Kunst, sprich Malerei. Richter fertigte nach dem Ölgemälde sowohl Drucke an, als auch wiederum Fotografien. Fotografie ist der Bezugspunkt von Malerei, die ihm, wie er sagte, die Arbeit abnahm, Motive erfinden zu müssen, ist zugleich das Medium, in das er Malerei, die von ihr ihren Ausgang nahm, wieder zurück übersetzt. Und zwar Thomas Ruff, der das wiederum in Fotografie übersetzte und in einem seiner Nudes die Bezugnahme zu Richter herstellt. Das sind nicht nur Manöver, um den Kunstmarkt zu bedienen, sondern Reflexionen darüber, wodurch welches Medium sich von anderen unterscheidet. Was dadurch etabliert wird, ist ein Netz von Referenzen, in denen eine Arbeit als Übersetzung einer anderen fungiert. Versucht man herauszufinden, was dabei über Malerei gesagt wird, lässt sich vielleicht Folgendes formulieren. In der Kette der Übersetzungen ist Malerei das Medium, in dem sich Reflexionen über das Medium Malerei und die Medien anstellen lassen, derer sich die Malerei bedient. In diesem Fall die Fotografie, während die Drucke und die Fotografien als ergänzende Bestimmungen zu dem gelesen werden können, was über Malerei zu sagen ist. Selbst wenn man meinen könnte, Richter wolle behaupten, es gäbe keinen Unterschied zwischen Malerei und Fotografie, wäre der zentrale Bezugspunkt die Malerei. Und was er dabei über sie sagen würde, wäre möglicherweise, dass sie, anders als die Fotografie, aus historischen Gründen das Medium darstellt, das weitaus längere Selektionsketten ermöglicht als die Fotografie. Überspitzt gesagt wäre Malerei das Medium, das aufgrund des Mangels an Spezifizität sich spezifisch dazu eignet, eine Vielzahl von Diskursen zu integrieren, die sich zwar nicht alle auf Malerei zu beziehen brauchen, ohne den Bezugspunkt Malerei aber keinen Sinn machen. Man könnte diesen Begriff der Medienspezifik einen funktionalen oder relationalen nennen. Die Spezifik eines Mediums ergibt sich aus der Qualität der Referenzen und Bezugspunkte, innerhalb derer das Werk situiert ist, der sich dieses spezifischen Mediums bedient. Seine Spezifik ergibt sich aus seiner Funktion in diesem Geflecht von Referenzen und Relationen. Die Spezifik lässt sich nur noch anhand dessen bestimmen, welche Funktion die Wahl des jeweiligen Mediums innerhalb des semantischen Felds Kunst einnimmt. Vielleicht machen wir ein anderes Bild. Also auch nackte. Okay. Seit Max Weber gilt funktionale Differenzierung als Kennzeichen der modernen Gesellschaft. Eine immer weitere Ausdifferenzierung von Systemen in Subsysteme mit einer ihnen spezifischen Funktion innerhalb des Gesamtsystems und in Relation zu anderen Subsystemen bestimmt die Evolution der modernen westlichen Gesellschaft. Dieses Modell der funktionalen Differenzierung lässt sich auf das Problem der Spezifik von Medien anwenden. Wie sich Kunst als autonomes Subsystem innerhalb des Systems Gesellschaft ausdifferenziert, entfalten gewisse Diskurse und Formen der Bezugnahme innerhalb des Diskursfeldes ihre spezifische Semantik, die in anderen diskursiven Feldern nicht jene Dynamik entwickeln können, die sie dort entwickeln, wo sie die entsprechenden Selektionsketten produzieren. Von einer fortschreitenden Differenzierung lässt sich ebenfalls sprechen, wenn man die Geschichte des Paragone, die zu Zeiten Lessings ja eher ein Vergleich zwischen Gattungen und weniger zwischen Medien bedeutete, so liest, dass die Unterscheidung, die zwischen Gattung, Malerei und Text existierten, nun in die jeweiligen Gattungen hineinkopiert wurden.
Malerei differenziert sich auf als malerische und zeichnerische Malerei, solche, die Flatness respektiert oder ignoriert, solche, die auf Malerei Bezug nimmt oder auf Fotografie oder auf irgendetwas anderes. Und der Paragone findet nun zwischen verschiedenen Formen innerhalb der jeweiligen Gattung statt. Weshalb es unmöglich wird, den Begriff des Mediums noch an das materielle Substrat zu binden. Dieses Problem hat sich seit dem Siegeszug des digitalen Codes verschärft. Als Walter Benjamin seinen Aufsatz vom Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit schrieb, 1935, und noch stärker in André Malraux's imaginärem Museum von 1953, hier sehen wir ihn bei der Auswahl seiner Bilder, setzte man die Hoffnung noch auf die fotografische Reproduktion. Sie sollte als Supermedium in der Lage sein, alle anderen Medien wiederzugeben. Diese Funktion hat heute der digitale Code übernommen und interessanterweise ist man heute in einer Situation, in die dem des Paragone vor 500 Jahren teilweise ähnelt. Es geht um die Überlegenheit eines Mediums gegenüber dem anderen. Damit sind wir an einen Punkt angelangt, an dem es vielleicht ratsam ist zu fragen, welcher Medienbegriff zumindest ich hier zugrunde lege. Ich nehme Bezug auf Fritz Heiders Buch Ding und Medium von 1927. Der schreibt, ein Medium sei umso leistungsfähiger, je neutraler es sich gegenüber der Information verhält, die es transportiert. Das heißt, je weniger Eigenschaften das Medium selbst besitzt, desto objektiver ist es im Verhältnis zur Information, die sich mittels des Mediums überträgt. Zugleich muss das Medium eine Differenz zu dem aufweisen, was es transportiert. Der Heidersche Medienbegriff impliziert, dass das Medium etwas zum Vorschein bringt, was vorher nicht sichtbar war. Man kann dies so beschreiben, dass in einem gewissen Schema, in dessen Mitte das Medium steht, dass es um den Übergang einer losen Kopplung zu einer festen Kopplung geht. Der digitale Code zeichnet sich dadurch aus, dass er auf einer minimalen internen Unterscheidung aufbaut, der zwischen 0 und 1, an und aus. Gerade auf dieses Mangels an interner Differenziertheit eignet er sich dazu, eine beinahe unendliche Anzahl von Semantiken transportieren zu können. Er ist dabei, so wie Heider es verlangte, gegenüber seiner Information völlig neutral und von ihr vollkommen different. Es ist vollkommen gleichgültig, ob ich, wie ich es hier tue, digitale Bilder projiziere oder mit binären Optionen handle, Buchungen vornehme oder Filme anschaue. Es lässt sich fast alles in einen binären Code übersetzen. Darin ähnelt der digitale Code dem Medium Geld. Geld hat neben der Eigenschaft, dass es letztlich eine Konvention ist, die Eigenart und den großen Vorteil, konvertierbar zu sein. Konvertierbar nicht nur in andere Währungen, sondern auch in Status, Dienstleistungen, Güter, in alles Mögliche. Geld und der digitale Code teilen die Eigenschaft bzw. die Tendenz, unsichtbar zu sein. Sie tragen als Medien die Vielzahl der Semantiken, die sich mit ihrer Hilfe manifestieren, ohne dass sie selbst je zur Sichtbarkeit gelangen. Und beide Medien lassen sich immer weiter konvertieren bzw. übersetzen. Ja, wir kennen alle das tolle Bild, oder? Matrix. Ne? Das Medium Geld kann sehr lange gesellschaftlich wirksame Selektionsketten bilden und sich auf andere Medien, zum Beispiel auf das Medium Macht und damit auf die Politik auswirken. Und damit wäre ich an dem Punkt, an dem man bezüglich des Mediums Kunst festhalten muss, dass dieses die Bildung langer Selektionsketten aus gewissen Gründen nicht leisten kann und insofern gegenüber den genannten Medien weniger leistungsfähig ist. Einer der Gründe für dieses Defizit der Kunst, und ich bleibe jetzt mal bei der bildenden Kunst, ist, dass sie ohne das Kriterium der Sichtbarkeit nicht auskommt. Der Begriff des Kunstwerks macht ohne den Begriff der Formung keinen Sinn. Das heißt, das Werk steht in dem Schema, lose Kopplung, feste Kopplung, immer auf der Seite der Form. Es ist vornehmlich Wahrnehmungswiderstand und steht damit der Auffassung vom Medium als hinsichtlich seiner Semantik transparent, diametral gegenüber. Aus diesem Grund lässt sich fragen, ob Kunstwerke denn tatsächlich Medien sind.
Wenn man dies bejaht, sind sie es nur in einer sehr eingeschränkten Weise, als Träger eines Sinns, der ohne sie nicht zur Anschauung gebracht werden könnte. Das Kunstwerk kann dann nicht als Medium eines Sinns fungieren, zu dem es sich neutral verhielte. Es repräsentiert eine spezifische Gestalt, die sich Entscheidungen verdankt, die im Hinblick auf die zu transportierende Semantik getroffen wurden. Insofern ist es auch nicht ersetzbar oder konvertierbar, sondern im Idealfall eben einzigartig. Hinzu kommt eine weitere Unterscheidung zu digitalen Medien, zu denen ich hier auch das Buchstabensystem zähle. Digitale Medien verwenden distinkte Einheiten, die ihre jeweilige Signifikanz durch Differenz zu anderen distinkten Einheiten erhalten. Der Buchstabe A durch Differenz zum Buchstaben B, den 0 im Gegensatz zum 1, zur 1 und so weiter. Wie komplex auch immer digitale Codes gebaut sind, sie bestehen immer aus finiten Einheiten. Das Kunstwerk aber weist immer Unbestimmtheitsstellen auf. Stellen des sowohl als auch. Es mag von daher spezifisch sein, präzise ist es aber nie. Nimmt man die Bestimmung auf, die von dem Philosophen Roman Ingarden stammt, dass der ästhetische Gegenstand sich immer neu in der Betrachtung konstituiert, so geschieht dies zwar nicht beliebig, aber auch nicht vorhersehbar oder definierbar. Die Unbestimmtheitsstellen bauen gewissermaßen einen Zeitfaktor im Werk ein, der bedingt, dass diese Selektionsketten bildet, die einer anderen Taktung unterliegen. Die Selektionsketten sind hinsichtlich ihrer funktionalen Verwendbarkeit kurz, hinsichtlich ihrer zeitlichen Verwendbarkeit aber lang, da die Unbestimmtheitsstellen in anderen Kontexten auf andere Art und Weise je neu aktualisiert werden. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Werke der Kunst dienen, da sie als Medien nur bedingt tauglich sind, nicht vorrangig der Information. Zwar stellen sie Informationen zur Verfügung, insofern als sie sinnlich wahrnehmbare Daten liefern. Sie zielen aber auf etwas anderes als Information, nämlich unter anderem auf Erfahrung. Im Idealfall, den man vielleicht an den Status des Kunstwerks als idealiter einzigartig knüpfen kann, erfüllen sie die Hegelsche Forderung, Erfahrung müsse immer die Erfahrung von etwas Neuem sein, durch das ich lerne, dass das, was ich bisher zu wissen meinte, unvollständig oder gar falsch war. Das Kunstwerk hat unter dem Aspekt seiner Tauglichkeit als Medium Defizite, die es nicht aufholen kann. Im Wettstreit mit dem digitalen Code hat es von Anfang an die schlechteren Karten. Seine Spezifik hat eine strikte Eingeschränktheit hinsichtlich dessen zur Folge, welche Art von Semantiken es jeweils transportieren und welche Art von Selektionsketten es bilden kann. Da der Begriff des Kunstwerks per Definition die Idee der Spezifik, der spezifischen Gestaltung impliziert und von ihm überhaupt nur dann sinnvoll gesprochen werden kann, wenn es als feste Koppelung in Erscheinung tritt, kann es nur in eingeschränktem Sinn als Medium bezeichnet werden. Der Paragone als Wettstreit zwischen den digitalen Medien und der Kunst findet nicht statt. Beziehungsweise von ihm zu reden, macht keinen Sinn, da der Kunst und der digitale Code in der funktional differenzierten Gesellschaft andere Aufgaben wahrnehmen, beziehungsweise unterschiedlichen funktionalen Bereichen zugehören. Wo der digitale Code zur Produktion von Kunstwerken benutzt wird, werden auch diese Unbestimmtheitsstellen aufweisen, die verhindern, dass das Werk prinzipiell unendlich konvertierbar ist. Auch das auf dem digitalen Code basierende Werk muss als auf Entscheidungen basierende Gestaltung konzipiert sein und darauf abzielen, einerseits eine spezifische Semantik und nicht einfach alles Mögliche transportieren zu wollen, andererseits mehr bereitzustellen als lediglich Informationen. Wenn der digitale Code aufgrund der minimalen Differenz, die ihm zugrunde liegt, seine nahezu universale Konvertierbarkeit erlangt, ist das Werk, das ihn benutzt, sowohl von ihm als auch von anderen Werken unterschieden. Diese Unterschiedenheit oder Differenz gilt es jeweils in ihrer Spezifik zu bestimmen und zu verstehen. Vielen Dank. Das war jetzt mein Beitrag. Und damit übergebe ich...
Und damit darf ich dann Marina Ludemann übergeben. Und genau, nach ihrem Vortrag freuen wir uns über Fragen und Diskussionen. Willst du? Als ich vor über einem Jahr mit Leonhard Immerling, dem ich an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit danken möchte, darüber sprach, dass es für das Goethe-Institut als Kulturmittler wichtig wäre, sich einmal zu fragen, was die Digitalisierung für die Künste bedeutet, entschlossen wir uns, diese Vortragsreihe und einen Workshop zu veranstalten. Als ich dann anfing, mich mit der Analog-Digital-Unterscheidung zu beschäftigen, war meine erste Frage, was genau ist überhaupt digital? Und worin unterscheidet sich das Digitale vom Analogen? Es gibt verschiedene Theorien. Luhmanns systemtheoretische, Kittlers medienarchäologische und Nelson Goodmans symboltheoretische Unterscheidung des Analog-Digitalen. Aber sie alle verbinden digital mit diskret. Vor allen Dingen ist auch die digitale Technik unzuverlässig offensichtlich. Digital mit diskret. Und also abgesondert und analog mit kontinuierlich. Die Begriffe analog und digital kommen ursprünglich aus der Elektrotechnik. Sie beschreiben unterschiedliche elektrische Signale. Diese Signale sind in der angewandten Kybernetik, also in der Steuerung und Regelung von Maschinen, wichtig. Mit digital bezeichnet man ein Signal mit einem festgesetzten Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das Signal ist exakt, ziffernmäßig, diskret, diskontinuierlich, während ein analoges Signal kontinuierlich an- und abschwellen kann. Sie sehen hier die entsprechenden Sinuskurven. Ich werde später darauf zurückkommen. Als die sogenannten neuen Medien Massenkonsumartikel wurden, breitete sich die Unterscheidung analog-digital bis in die Alltagssprache aus. 1982 kam die Compact-Disc auf den Markt. 1984 spielte der PC im amerikanischen Weihnachtsgeschäft eine Rolle. Die Analog-Digital-Differenz wurde konkret fassbar. Die digitale Technik wurde entweder euphorisch begrüßt oder kulturkritisch abgelehnt. Das Analoge galt als real. Das Analoge galt als real, aber auch mit den Trübungen der Welt behaftet, das Digitale dagegen als hyperreal, also realer als real, aber potenziell auch irreal. Und 1989 kamen die ersten brauchbaren digitalen Kameras auf den Markt. Ab Anfang der 90er Jahre konnte jeder im World Wide Web surfen. Damit verstummten die kulturpessimistischen Stimmen. Das Analoge ist seitdem das Verschwommene, Verrauschte, Defizitäre und buchstäblich Impotente, das Binär-Digitale dagegen das Omnipotente. Während in den Künsten und in der Philosophie die Moderne mit ihren Avantgarden spätestens seit den 80er Jahren der Vergangenheit angehört und der Fortschrittsgedanke mit der Postmoderne an Überzeugungskraft verloren hat, scheint dies für das Digitale nicht zu gelten. Die IT-Industrie schickt Scouts nach den neuesten Ideen aus und wir jagen den neuesten Trends und dem sogenannten Fortschritt hinterher. Ich möchte nun, wie der lesende Arbeiter von Brecht, 7 Fragen zu der Analog-Digital-Unterscheidung stellen. Komme ich jetzt auf das nächste Bild. Nee. Wie komme ich jetzt? So, und jetzt? Okay, danke. Also erste Frage, sind die binär-digitalen Vorrichtungen für eine emanzipatorische und kulturelle Praxis brauchbar oder sind ihnen die militärischen Zwecke eingeschrieben? Zweite Frage, verändert das Digitale unsere Raumvorstellung?
Dritte Frage, verändert das Digitale unsere Zeitvorstellung? Vierte Frage, ist das reduzierte digitale Modell von Welt für eine erkenntnisoffene kulturelle Praxis brauchbar? Fünfte Frage, ist die Opposition zwischen analog und digital eine patriarchale Opposition? Sechste Frage, verändert die Digitalisierung unsere kollektive Erinnerung? Und siebte Frage, wer bestimmt, was digitalisiert wird und wem gehören die Bilder und die Bildmuster? Ich habe keine Antworten auf diese Fragen, aber ich hoffe, dass die folgenden Vorträge und die Künstler, Kunst- und Filmwissenschaftler, die wir zu unserem Workshop eingeladen haben, zumindest einige meiner Fragen beantworten werden. Doch zuvor möchte ich Ihnen einen vierminütigen Trailer eines Filmes zeigen, der sehr schön die Bedeutung der neuen Technologie für den Film veranschaulicht. Since the late 1880s, visual artists and storytellers have used moving images to create amazing works. You ain't heard nothing yet. Movies have inspired us. I have something more than a hope. Thrilled us and captured our imaginations. Film has helped us share our experiences and dreams. Photochemical film has been the exclusive format used to capture, develop, project, and store moving images for over 100 years. Tut mir leid, das ist die digitale Technik. Ich glaube, wir skippen den Film. Ich kann sie nicht. Nee. Okay. Bis wieder also das gibt es irgendwie ein Wackelkontakt oder so. Gehen wir mal so. Okay. Also was in dem Trailer geht es eigentlich darum, zu zeigen, wie die digitale Technik das Filmemachen verändert. Und Keanu Reeves fragt verschiedene, vor allen Dingen Hollywood-Regisseure, was das für sie bedeutet. Und Steven Soderbergh sagt da in diesem Film, wir seien mitten in einer Revolution. Und sie stelle den Status quo in Frage und dies sei entweder bedrohlich oder sehr befreiend. Interessanterweise lässt uns Soderbergh nur diese beiden Möglichkeiten, negativ oder positiv, plus oder minus. Fühle ich mich von der neuen Technologie bedroht, gehöre ich zu den Kulturpessimisten, setze ich auf die Heilsversprechen der digitalen Industrie, gehöre ich zur digitalen Elite. Doch ebenso wenig wie alle Revolutionen, die wir bisher erlebt haben, ist auch das Digitale nicht mit einem einfachen Plus oder Minus, positiv oder negativ zu bewerten. Soderbergh gibt meiner Meinung nach eine Antwort auf eine Frage, die falsch gestellt ist, eine Frage, die in die Irre führt. Die Frage ist vielmehr, warum wir heute das Binäre meinen, wenn wir vom Digitalen sprechen. Wir glauben, dies sei die einzige Möglichkeit des Digitalen. Diese Einschränkung ist jedoch keine technische, sondern eine politische. ENIAC, der erste amerikanische Digitalcomputer, operierte dezimal. Und man sagt, dass mathematisch gesehen ternäre Systeme, also auf 0, 1 und minus 1 basierend, viel effizienter sind. Ein bemerkenswertes Beispiel für einen solchen Versuch war der in der UdSSR entwickelte Rechner Zetun. Allerdings, den ersten vollautomatischen, programmgesteuerten, frei programmierbaren Computer, die Z3, hatte Konrad Zuse 1941 entwickelt. Er arbeitete in sogenannter binärer Gleitkommarechnung. Dokumente aus dem Nachlass Zuses belegen, wie Rüstungsbetriebe und NS-Institutionen Zuses Computer mit über 250.000 Reichsmark finanzierten.
Zuse, selbst nie Mitglied der NSDAP, schreibt in seinem Buch »Der Computer, mein Lebenswerk«: »Nur zu oft ist der Erfinder der faustische Idealist, der die Welt verbessern möchte, aber an den harten Realitäten scheitert. Weil er seine Ideen durchsetzen, will er seine Ideen durchsetzen, muss er sich mit Mächten einlassen, deren Realitätssinn schärfer und ausgeprägter ist. In der heutigen Zeit sind solche Mächte, ohne dass ich damit ein Werturteil aussprechen möchte, vornehmlich Militärs und Manager. Weshalb aber setzte sich die binäre Codierung gegenüber der ternären oder dezimalen durch, wenn diese doch viel effizienter hätten sein können? Im beginnenden Kalten Krieg hatten die US-Militärs ein großes Interesse an der Entwicklung der Wasserstoffbombe. Dazu waren große und exakte Berechnungen nötig. Ein Forschungszentrum in Los Alamos sollte diese liefern. Sie brauchten einen leistungsstarken Rechner und das Binärprinzip bot sich als schaltungstechnisch einfach implementierbar an. Alan Turing, Heinz von Förster und John von Neumann bewerkstelligten diese Aufgabe. Bis heute arbeiten die meisten Rechner nach der sogenannten Von-Neumann-Architektur. Damit ist nicht nur die Anordnung von Prozessoren, Speichern, Software, Hardware und Schnittstellen gemeint, sondern vor allem das strikte Konzept des immer nur eine Sache auf einmal. Im englischen Original heißt es Word at a Time Thinking. Also den expliziten, erzwungenen Sequentialismus. Ein Bit pro Zeitmoment. Dies gilt als die Bedingung, die die technische Implementierbarkeit an das Binär-Digitale stellt. Statt Parallelität des Denkens, reine Sukzessivität in der Prozessierung. Und das bringt mich zu meiner ersten Frage. Sind die binär-digitalen Vorrichtungen, die zu militärischen Zwecken entwickelt wurden, für eine emanzipatorische und kulturelle Praxis brauchbar oder bleiben ihnen die militärischen Zwecke eingeschrieben? Lassen Sie mich an dieser Stelle Foucault zitieren. Die Disziplinarapparate bearbeiten den Raum noch viel feiner und geschmeidiger, zunächst nach dem Prinzip der elementaren Lokalisierung oder der Parzellierung. Jedem Individuum seinen Platz und auf jeden Platz ein Individuum. Gruppenverteilungen sollen vermieden, kollektive Einnistungen sollen zerstreut, massive und unübersichtliche Vielheiten sollen zersetzt werden. Der Disziplinarraum hat die Tendenz, sich in ebenso viele Parzellen zu unterteilen, wie Körper oder Elemente aufzuteilen sind. Es geht gegen ihre unnütze und gefährliche Anhäufung. Eine Antidesertions-, Antivagabondage-, Antiagglomerationstaktik. Es geht darum, die Anwesenheiten und Abwesenheiten festzusetzen und festzustellen, zu wissen, wo und wie man die Individuen finden kann, die nützlichen Kommunikationskanäle zu installieren und die anderen zu unterbrechen, jeden Augenblick das Verhalten eines jeden überwachen, abschätzen und sanktionieren zu können, die Qualitäten und die Verdienste zu messen. Schreibt Foucault 1975 in Überwachen und Strafen. Er beschreibt hier, wie das Militär im ausgehenden 18. Jahrhundert neue Überwachungsstrukturen angelegt hatte und diese von den Manufakturen und Industrien im 19. Jahrhundert übernommen wurden. Im Prinzip sehen die heutigen Computerarbeitsplätze nicht anders aus. Und nicht nur das. Es scheint, als habe von Neumann diese Strukturen in seine Computerarchitektur implementiert. Für mich ist die Frage folglich nicht analog oder digital, sondern inwieweit militärische Strukturen unser Denken und unsere Sprache prägen. Wir reden von Strategien, von griechisch Strategos, der Feldherr, der Kommandant, damit wir gut aufgestellt sind und Positionen behaupten oder neu besetzen. Ein General würde das nicht anders ausdrücken. Die Digitalisierung ermöglicht eine bessere Vernetzung. Diese Vernetzung bietet viele Chancen zur Entwicklung von partnerschaftlichen Projekten, aber auch, wie Foucault das beschreibt, zu noch feinerer und geschmeidigerer Disziplinierung. Als Kulturinstitut müssen wir uns der ursprünglich militärischen Muster bewusst sein. Zweite Frage. Verändert das Digitale unsere Raumvorstellungen? Mit der selbstverständlichen Nutzung des Internets hat sich unser Raumgefühl verändert.
Während wir früher als Jugendliche mit dem Rucksack unterwegs waren und das Telefonieren nach Hause teuer war, skypen wir heute täglich von jedem beliebigen Punkt der Welt aus. Was früher fern und unerreichbar war, ist heute nah und allgegenwärtig. Das ist zunächst eine banale Feststellung. 1962 wurde ein gewisser G.C.R. Licklider, Leiter des Command and Control Research im US-amerikanischen Verteidigungsministerium. Es ging dem Pentagon einerseits darum, schnell Informationsmaterialien austauschen zu können und andererseits für eine dezentrale Struktur zu sorgen. So sollte die Verteidigungsfähigkeit erhalten bleiben, auch wenn die Kommandozentrale zerstört würde. Licklider brachte Erfahrungen mit Timesharing-Systemen von Computerprozessoren aus dem Massachusetts Institute of Technology mit. Dies versetzte ihn in die Lage, einen entscheidenden Funktionswandel beim Computer voranzutreiben. Er machte die Rechenmaschine zum Kommunikationsgerät. Die Informationen wurden in kleine Pakete verpackt, mit Ziel- und Absenderadresse versehen und durch das Netz geschickt. Ende der 80er Jahre entwickelte CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung, das World Wide Web für die zivile, kommerzielle Nutzung. Seitdem befinden wir uns im Übergang von der Speicher- zur übertragungsorientierten Kultur. Das Bild, das wir an der Oberfläche wahrnehmen können, ist nur noch ein festgehaltener Ausschnitt in einem intermedialen Datenfluss. Diese Oberfläche, auf der wir die Bilder sehen, ist zum Beispiel in meinem Fall ein 15-Zoll-Bildschirm. Das Maß der Bilder sind dann diese 15 Zoll. Welchen Einfluss hat das aber auf unsere Raumvorstellung? Die ganze Welt wird, egal ob es sich um einen Einzeller oder einen Urwaldriesen handelt, auf Bildschirmgröße gebracht. In der sogenannten realen Welt ist unser menschlicher Körper der Maßstab. Aber wo nehmen wir den Maßstab her, die Größe des Abgebildeten in eine Relation zur realen Welt zu bringen? Wie orientieren wir uns im virtuellen Raum? Die grafische Oberfläche des Rechners ändert sich ständig, aber die Strukturen, die darunter liegen, auch. Die Ordnerstrukturen werden in wenigen Jahren der Vergangenheit angehören. Selbst auf das Navi können wir uns nicht wirklich verlassen. Es arbeitet mit Informationen des satellitengestützten GPS-Systems der US-Armee. Wir wissen, wenn es für das Militär geboten scheint, senden sie falsche Informationen. Das menschliche Gehirn hat sich in Hunderttausenden von Jahren ausgebildet und die räumliche Wahrnehmung hat sich als eines der wichtigsten Werkzeuge entwickelt. Wie wird sich dieses Werkzeug in einem sich ständig verändernden virtuellen Raum weiterentwickeln? Dritte Frage. Verändert das Digitale unser Zeitgefühl und unsere Zeitvorstellung? Der allen bekannte Satz "Time is money" setzt voraus, dass Zeit diskret ist. Das heißt, in abgegrenzte Zeitabschnitte unterteilt ist. Mit Beginn der Neuzeit ist die Zeit nichts Gottgegebenes mehr, sondern wurde zum Taktgeber für das Verleihen von Geld. Dieser Taktgeber und der daraus folgende Geldumlauf beflügelte die ökonomische Entwicklung in Europa. Dies beschreibt der Hegel-Preisträger Jacques Le Goff in seinem 1986 erschienenen Buch La Bourse et la Vie sehr anschaulich. Ab dem 14. Jahrhundert fangen in Europa die Uhren an zu ticken und das metrische Muster regelmäßiger Schläge wird ein Merkmal abendländischer Musik. In der Arbeitswelt wird der Tagelohn, später der Stundenlohn eingeführt und mit dem Akkordlohn sollte die Arbeitsleistung weiter gesteigert werden. Alan Turing, einer der Väter der Computerentwicklung, sagte: Der Taktgeber erlaube dem Computer, Zitat, Diskretheit in die Zeit einzuführen, sodass die Zeit zu bestimmten Zwecken als eine Aufeinanderfolge von Augenblicken anstatt als kontinuierlicher Fluss betrachtet werden kann. Zitat Ende. Die diskrete Zeit ist nicht mit dem Computer erst entstanden. Sie war in unserer Kultur bereits selbstverständlich. Turing konnte sie als Baustein für den Computer nutzen. Soweit ich die Funktion des Rechners verstanden habe, ist dieser Taktgeber das Herz des Rechners. Sobald er Strom hat, beginnt er zu zählen. Die Grundstruktur eines Rechners ist einfach, bis ins Unendliche nach der vorgegebenen Taktung zu zählen. Je schneller die Taktung, die in Hertz angegeben wird, desto leistungsfähiger ist der Rechner. Die Schnelligkeit und damit Leistungsfähigkeit der Rechner zu erhöhen, ist ein vorrangiges Ziel der technischen Entwicklung.
Börsenmaklerrechner zum Beispiel errechnen Kurswahrscheinlichkeiten und veranlassen Käufe und Verkäufe. Und je schneller und leistungsfähiger sie sind, desto höher die Gewinne für deren Eigentümer. Und wir, die sogenannten User, werden mit vorwärts getrieben. Wir befinden uns auf einem Zeitstrahl, der unten auf dem Bildschirm von links nach rechts wie unsere Leserichtung mitläuft. Die Sukzessivität des Binär-Digitalen ordnet unser Erleben, ja unser gesamtes Leben, linear auf einem Zeitstrahl an. Wir sprechen von Zeitrahmen und Zeitfenstern und meinen damit nicht mehr nur den Bildschirm unseres PCs. Die Frage, ob der Taktgeber des Digitalen uns in eine andere Zeitkultur führt, ist also berechtigt. Wird die Zeit als Medium der Erzählung, wie wir sie seit Homer kennen, von der Zeit des Zählens, des Rechners abgelöst? Vierte Frage. Ist das reduzierte Modell von Welt, das der Preis des Digitalen ist, für eine erkenntnisoffene kulturelle Praxis brauchbar? Ich komme zurück auf die am Anfang meines Vortrags beschriebene Definition von digital. Mit digital bezeichnet man das ziffernmäßige, diskrete, diskontinuierliche von Daten und Informationen. Ein Signal wird digitalisiert, indem man es an verschiedenen Punkten abtastet. Diese Abtastungen ergeben treppenförmig abmessbare Werte. Die exakt und fehlerfrei vom Computer verrechenbar sind. Wenn diese Abtastpunkte dicht genug nebeneinander liegen, lässt sich daraus eine scheinbar perfekte Kopie erstellen. Unser Ohr nimmt nicht mehr eine Aneinanderreihung von getrennten Klängen wahr, sondern einen durchgehenden Ton. Beim Film sehen wir keine 24 Bilder pro Sekunde, sondern eine kontinuierliche Bewegung. Genauso entzieht sich auch das Digitale der sinnlichen Wahrnehmung. Überhaupt ist das Digitale nur eine abstrahierende Beschreibung für ein Medium, als dessen Form Klänge erscheinen können. Und deshalb gibt es auch keine digitale Musik oder keinen digitalen Klang an sich. Was wir nach der Digital-Analog-Wandlung wahrnehmen, sind Klänge, die digital vorliegende Daten darstellen. Es gibt ja auch keine rein digitalen Medien ohne analogen Output oder ohne analoge Oberfläche, bisher zumindest nicht. Es wird sie erst geben, wenn man Menschen Chips implantiert, über die die digitalen Daten dann direkt ohne den Umweg des analogen Wandlers im Gehirn verarbeitet werden können. Dennoch, wir nehmen das Digitale nicht wahr, aber es beruht auf der Reduktion und Rasterung physikalischer Komplexität. Das Digitale ist ein Modell von Welt und es muss die Frage erlaubt sein, ob unser Unbewusstes die Diskretheit wahrnimmt und eine Art kognitive Dissonanz erzeugt. Fünfte Frage. Ist die Opposition zwischen analog und digital eine patriarchale Opposition? Die Macht der Unterscheidung analog-digital liegt vor allem darin, dass sie als eine hierarchische Opposition entstand. Das Digitale und insbesondere das Binär-Digitale gilt als das Omnipotente und das Universelle. Poststrukturalistische Theorien wie zum Beispiel die von Lacan haben die Differenz in den Mittelpunkt gerückt, auch die von 0 und 1. Die Verbindung des Binärprinzips mit Urdifferenzen macht das Binär-Digitale zum Omnipotenten. Man glaubt, durch 0 und 1 Präsenz und Absenz alles repräsentieren zu können. Das Analoge dagegen wird implizit als das ursprüngliche, natürliche, reale oder mit dem Realen verbundene, aber auch als das Unbestimmte und Amorphe definiert. Es wird sogar mit einem patriarchal definierten Weiblichen assoziiert. Erst kürzlich las ich in einem Interview mit Brian De Palma in der Süddeutschen auf die Frage, weshalb er seinen neuen Film Passion trotz seiner Leidenschaft fürs Digitale auf Film gedreht hat, antwortete er: Frauen kann man nicht digital drehen, dafür ist das Licht zu flach. Offensichtlich spukt die patriarchale Assoziation von analog und weiblich bis heute in den Köpfen. Nach diesen allgemeinen und grundsätzlichen Fragen komme ich nun zu zwei ganz konkreten Fragen, die die kulturelle Praxis betreffen. Verändert die Digitalisierung unsere kollektive Erinnerung? Filme sind kollektive Erinnerungsräume, sagt Aleida Assmann. Die sogenannte digitale Revolution verspricht, die gesamte Filmgeschichte nach neuesten technischen Standards auf den Markt zu bringen. Mit brillanter Bild- und Tonqualität remastered auf DVD oder Blu-ray.
Doch die Übertragung der materialästhetischen Qualitäten des analogen Films und seiner Projektion in digitale Technologien ist nicht so einfach. Auch die Frage der Speicherung ist noch nicht geklärt. Viele Archivare halten bis heute den photochemischen Film für die sicherste und dauerhafteste Art der Filmpräservation. Dennoch wird der Anschein erweckt, als müsse alles möglichst schnell digitalisiert werden. Historische Filme sollen zweckorientiert und pragmatisch in der aktuellen Medienumgebung sichtbar gemacht werden. Ein Beispiel: Die Firma iStorm hatte einen Film auf DVD herausgebracht und sie hat ihn dafür im Format 4:3 auf 16:9, dem gängigen TV-Format, umgewandelt. So will sie verhindern, dass links und rechts schwarze Streifen entstehen. Dabei verschwinden aber Bildinformationen. Der Film ist nicht mehr derselbe. Filme prägen unser Bild der Vergangenheit und dies nicht nur über die Inhalte, sondern auch über die Materialästhetik. Die Vorstellung vom bewahrenden, speichernden Gedächtnis des filmischen Erbes wird abgelöst von einem funktionalen Verhältnis zum kulturellen Erbe bzw. von ökonomischen Interessen. Die Digitalisierung verändert die Filmgeschichte auch aufgrund von Selektionsprozessen. Und damit bin ich bei der letzten Frage. Wer bestimmt, was digitalisiert wird und was sind die neuen Ordnungsprinzipien des digitalen Archivs? Wem gehören die Bilder und die Bildmuster? Audiovisuelle Medien durchdringen inzwischen alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens. Informationstechniken verwandeln ein breites Spektrum von Medien in ein Bild-Text-System. So entsteht eine riesige Datenbank im Netz. Hal Foster nennt diese Datenbank ein Archiv ohne Museen. In seinem gleichnamigen Aufsatz von 2002 beschreibt er es als ein entgrenztes, digitales Anarchiv im Netz. Zitat: Seit dem Aufkommen der fotografischen Reproduzierbarkeit war das Museum nicht mehr so sehr durch Wände als durch den Stil begrenzt. Was aber sind die Grenzen des Archivs ohne Museen? Das fotografische Archiv orientierte sich an der klassischen Kunstgeschichte. Das digitale Archiv im Netz dagegen kennt keine Differenz zwischen hoher Kunst und niederen Bildtypen. Wenn die klassische Kunstgeschichte nicht mehr das Ordnungsprinzip ist, was sind dann die neuen Ordnungsprinzipien? Wer entscheidet, was digitalisiert wird? Was Eingang findet in dieses digitale Anarchiv? Und was für wen wie erreichbar ist? Im Filmbereich sind es Sender, Archive, Studios, Verleihfirmen, die sogenannten Akteure des Heritage-Business. Sie entscheiden, welche Filme digitalisiert werden. Sie berücksichtigen bei ihren Entscheidungen vor allem ökonomische und rechtliche Gegebenheiten. Damit wird aktiv Filmgeschichte geschrieben und es wird Filmkanonisierung betrieben. Mit der Digitalisierung findet ein Selektionsprozess statt. Im Buchbereich hat Google Books das Sagen in Sachen kulturelles Gedächtnis. Mit seiner Marktdominanz und durch seine Selektionspraxis lässt es anderen Digitalisierungsprojekten gar keine Chance. Die Firma Corbis von Microsoft gehört zu den größten Anbietern digitalisierter Fotografien im Internet. Sie kontrolliert so die visuelle Geschichte. Corbis besitzt zum Beispiel sämtliche Reproduktionsrechte am Ansel Adams Archiv. Es besteht die Gefahr, dass private Konzerne die Bilder unter ihre Kontrolle bringen. Aber nicht nur die Bilder, sondern auch die viel wichtigeren Bildmuster. Das eigentlich Neue an der Digitalisierung ist die Berechenbarkeit des Bildes. Sie ist die Voraussetzung für Image Processing. Horst Herold, der ehemalige Leiter des BKA, erkannte die Möglichkeit des Zugriffs darin, dass Daten durch, Zitat, beliebige Verknüpfung in allen gewünschten Zusammenhängen und Kombinationen dargestellt und analysiert werden können. Weil das Bild als Datenmenge vorliegt, kann zum Beispiel durch automatische Bildanalysen nach Ähnlichkeit von Bildern gesucht werden. Das stellt nicht nur das kulturelle Erbe einem einzigen Dispositiv des Zugriffs anheim, sondern potenziell auch die Menschen. Denn die Verfahren maschineller Bilderkennung eignen sich hervorragend für die Gesichtserkennung bei Zugangskontrollen von Gebäuden, bei der Rasterfahndung und der Videoüberwachung. Und da sind wir wieder bei Foucault und den Mechanismen des Überwachens. Und damit endet meine Tour d'Horizon. Es war natürlich nicht möglich, in der Kürze auf alle Aspekte der Digitalisierung einzugehen. Wichtig war mir aber, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass die digitalen Technologien
kulturelle Umbrüche mit sich bringen, unsere Raum- und Zeitvorstellungen, unsere kollektive Erinnerung und unser gesamtes Denken grundlegend verändern. Es geht nicht um eine nostalgische Rückkehr ins analoge Zeitalter, was auch gar nicht möglich ist. Natürlich hat es auch früher private Bildsammlungen und Bibliotheken oder wie bei den Klöstern in Machtstrukturen eingebettete Archive gegeben. Das entgrenzte digitale Anarchiv im Netz ist aber von einer nie gesehenen globalen Dimension. In der Aufklärung hat sich die Vorstellung von bürgerschaftlichem Engagement gebildet. Die von wenigen kontrollierten Rechenzentren stehen dazu im Widerspruch. Wenn wir die Zivilgesellschaft weiterentwickeln wollen, müssen wir Ordnungen finden, erfinden, die sich der kommerziellen und militärischen Indienstnahme entziehen. Wie Künstler in den Bereichen Film, Video und bildende Kunst mit dem Technologiewandel umgehen, werden wir in den folgenden Vorträgen hören, und dazu möchte ich Sie herzlich einladen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es wird nichts, oder? Eindeutiges Votum. Spliff. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie Fragen äußern, Meinungen. Na, Gott sei Dank. Dachte, ich hätte noch kurz Zeit zu überlegen, aber vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eine Frage zum Ende hin, und das ist das, was mich spezifisch mal an dem Foucault interessiert hat, an dem Überwachen und Bestrafen. Das ist ja nicht so, dass Foucault jetzt sagt, oje, die schlimme Disziplinarmacht, die hat jetzt unsere Welt kaputt gemacht, sondern ganz im Gegenteil sagt er ja, die große alle großen Kulturleistungen gründen, Zivilisationsleistungen, sagt er, gründen auf der Disziplinarmacht. Also das ist eine positive Macht, wenn ich Foucault richtig verstehe. Und wenn man das mit ihrem Appell zusammenbringt am Ende, dass man quasi Ordnungssysteme finden sollte, die jenseits militärischer Mächte, die den Medien irgendwie oder den Technologien eingeschrieben sind. Da hatte ich mich dann so gefragt, ob nicht quasi eigentlich das Demokratische dieses Anarchiv ist. Und mir sind diese Kritiken natürlich klar gegenüber dieser enormen ökonomischen Macht, die hinter Google steht. Aber andererseits muss man auch sagen, ohne dass Google diese Macht mal präsentiert hätte, gäbe es das Projekt Europeana nicht. Und ohne die digitalen Medien gäbe es nicht das Women's, also wäre das Women's Film Archive in London irgendwie ein Hinterzimmer mit 3 Filmen drin, die man sich für 6.000 Euro schicken muss und keinen Projektor mehr hat, sondern da lädt man sich jetzt einfach was runter. Und ist nicht quasi der Ruf nach Ordnung, auch sei sie jenseits dieser Mächte und der Disziplinierung irgendwie angesiedelt, nicht das, was Negrihard, die ja sagen sozusagen, dadurch, dass da alles ungeordnet im Digitalen da vorliegt, kann da jeder mitmachen, und die immer sagen, die Globalisierung bietet eben diese riesigen Chancen aufgrund dieser digitalen Kommunikation. Ja, vielen Dank für diese Frage.
Also ich bin sicherlich kein Technikfeind und ich glaube auch immer noch daran, dass man diese Technik positiv nutzen kann. Aber ich denke, man kann sie dann positiv nutzen, wenn man sich dieser militärischen Zwecke, die dem Medium schließlich eingeschrieben sind, bewusst ist und andere Möglichkeiten und Wege findet, Ordnungen findet, diese Technologie für eine emanzipatorische Praxis zu nutzen. Und da hoffe ich eben auf die Vorträge der Künstler, die wir eingeladen haben, die uns hoffentlich zeigen, wie man diese Technik positiv nutzen kann oder im Sinne einer kulturellen, emanzipatorischen Praxis nutzen kann. Also ich gebe Ihnen da vollkommen recht, dass ohne diese auch von Foucault beschriebenen Disziplinarapparate wir wahrscheinlich gar nicht an dem Punkt wären, wo wir sind. Also mir ist aufgefallen, dass Vortrag 1 und 2 eigentlich gleiche Struktur gehabt haben, aber völlig anders dargestellt haben. Denn die alte Kunst, die wir jetzt hier aus der Italien-Renaissance gehabt haben, war genauso eine Kunst der Machtdemonstration. Sie reden vom Militär, ich denke, politisch wäre vielleicht sogar angemessener zu sagen. Und zwar, wer hat es gemacht, damals, heute? Wer hat es rezipiert, damals, heute? Wo war dieser Drang zur Disziplinierung? Ganz klar, die Religion und auch die heutige Wirtschaftlichkeit sind beides mal Kerker, wenn man so will, und auch Befreiung sind Brücken zum anderen Ufer hin. Und ich denke mal, dass die abendländische Kunst von den Griechen, wo wir Bildmaterial zur Verfügung haben, bis zum heutigen Tag eine Kontinuität hat in ein paar Punkten, nämlich das Leben darzustellen und zugänglich zu machen, was es an großartigen Ideen gibt. Die Religion früher und heute eben die globalen Ideen, die jetzt aus Wissenschaft und Kultur und so weiter kommen. Und diese Weitläufigkeit des Geländes, in dem wir uns heute bewegen, ist eigentlich dann ein Befreiungszug. Und das wundert mich jetzt, dass Sie das negativ bewerten, weil die bildliche Darstellung, die jetzt in der abendländischen Kultur in einem großen Umfang stattgefunden hat, über die Jahrhunderte hinweg bis zum heutigen Tag, diese bildliche Darstellung, verbunden natürlich mit wissenschaftlicher Forschung, hat zu einem Bildmaterial geführt und auch zu einem Erkenntnismaterial, also Erkenntniszustand geführt, der uns über uns selbst erstaunend macht. Also das, was wir alles wissen und dann in dem Sinne auch nicht wissen, was noch vor uns zu entdecken gilt. Und das, denke ich mal, ist jetzt die Frage. Sie haben gesagt, die Künstler in den folgenden Vorträgen werden uns Offenbarungen eventuell liefern. Man kann es nur hoffen. Und es ist die Frage, ob die kulturelle Befreiung, die jetzt durch Künstler entsteht oder die Uminterpretierung dieses Mediums, ob die jetzt stattfindet, hängt sehr stark davon ab, inwieweit sich die Künstler wirklich mit den globalen Zwängen beschäftigen, mit Wissenschaft beschäftigen, mit Kultur beschäftigen. Und das einfache Kunstverständnis, was jetzt meinetwegen in der Moderne statt Duchamp oder sowas, ja, oder von Richter die Treppe runtergehend, das würde nicht ausreichen, um dieses Medium in den Griff zu bekommen, also wenn jetzt das Digitale mal das Medium ist. Und ich denke, da könnte man durchaus mit Misstrauen warten, ob es Künstler gibt, die diesen Rang, den die heutigen Medienmacher und Inhaltevorgeber und auch Wissenschaftler aus den verschiedenen Disziplinen stellen, ob jetzt die Kunst wirklich Menschen hervorbringt, die imstande sind, etwas
darzustellen, was jetzt einen Fortschritt bringt oder was jetzt eine Befreiung bringt oder wie auch immer in den vorangegangenen Zeiten mit den klassischen Medien von Malerei und Zeichnung und so weiter, war das eventuell möglich. Und in der heutigen Zeit ist die Frage, ob der Künstler, der jetzt hier auftreten wird und in diesem Sinne arbeiten wird, ob er dieses Format haben wird, sich in dieser Welt prägend, führend einzuführen. Das ist meine Frage, die ich jetzt stelle. Kann man nicht beantworten, aber ich stelle sie mal so, wie Sie jetzt auch die Hoffnung geäußert haben. Ja, aber also ich hatte ja versucht, in meinem Beitrag zu sagen, dass die Erwartungen, die man an das digitale Medium stellen kann, dass man die nicht unbedingt ans Kunstwerk stellen kann. Das Kunstwerk aus gewissen Gründen, die ich versucht habe, schon Kunstwerk ist immer Form, dass man gewisse Erwartungen an die Kunst gar nicht richten kann, wie sie trägt unmittelbar bei zur Befreiung des Menschengeschlechts, zum Fortschritt auf diesem Planeten und so weiter. Und es gewisse andere Dinge gibt, die das Kunstwerk bereitstellen kann und gewisse Dinge, die das Kunstwerk halt nicht leisten kann. Und ich habe ja auch versucht zu sagen, der Paragone findet nicht statt. Also ich habe mich explizit dagegen gewandt, dass man digitale Medien mit Kunst überhaupt nur in Vergleich setzt. Ja. Deswegen sind die Hoffnungen, die man zu Recht oder Hoffnungen, die man ans digitale Medium stellen kann, kann man nicht sinnvollerweise an die Kunst stellen. Aber ganz kurz. Kommt noch eine Frage. Ja, darf ja ruhig. Ich denke mal, man kann auch die Renaissance-Künstler, die wir hier gesehen haben, nicht als Kunst bezeichnen, sondern als Information, die in der damaligen Zeit möglich war, innerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse und Erkenntnisse. Und dass das dann eine Gleichheit, eine Vergleichbarkeit entsteht, ob das jetzt ein sehr kostbar gemaltes, über lange Zeiträume entstandenes Bild darstellt mit ganz vielen Figuren und so weiter. Diese Dinge sind zwar bewundernswert in ihrer handwerklichen Fertigung, aber das, was jetzt als Intention dahinter steht, das zu machen und das öffentlich in eine Kirche zu stellen und das jetzt als Machtdemonstration, wir Kirche sind politische Macht, geistliche Macht, ja, das ist der Punkt, weshalb es auch heute geht. Und ich denke mal, das ist die Vergleichbarkeit von Kunst in Anführungsstrichen und heutiger digitaler Produktion. Vielen Dank. Jetzt kommen Fragen. Ja, ich habe noch gewisse Probleme, die beiden Vorträge zusammenzubringen. Also auf der einen Seite war ja die Rede von unterschiedlichen Gattungen und von der Kunst und von der Funktion der Kunst dahingehend, dass es in der Kunst im künstlerischen Code Leerstellen gibt und diese Leerstellen müssen gefüllt werden, werden jeweils neu gefüllt und haben insofern gerade das unterscheidet den künstlerischen Code von anderen, dadurch, dass es Leerstellen gibt, die also jeweils einem, wenn man so will, unendlichen Reflexionskontinuum ausgesetzt sind oder das bewirken. Auf der anderen Seite ging es nicht um Gattungen, sondern um das Medium, das digitale Medium. Und da muss ich sagen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Analoge sozusagen qua Medium, also der Kunst irgendwo verpflichtet war, was ich also absolut nicht nachvollziehen kann. Man kann auch im analogen Medium sehr, sehr unkünstlerische Texte produzieren. Und also ich meine, die ganzen Propagandafilme von des Dritten Reiches sind analog gedreht worden und sie sind keineswegs unendliche Reflexionskontinuen, sondern ganz klare Konditionierungen, die also in schlimmster Form. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass mit dem digitalen Medium künstlerische Werke geschaffen werden können, die sehr wohl diese Offenheit genauso garantieren, wie das mit dem analogen Medium der Fall ist. Insofern sehe ich die Verbindung nicht so ganz zwischen den beiden Vorträgen.
Ja, vielleicht kann ich kurz dazu sagen, also ich denke, das Verbindende zwischen Leonhards Vortrag und meinem war zunächst einmal festzustellen, dass aufgrund der Digitalisierung die gesamte Mediengeschichte des 20. Jahrhunderts komplett verändert wird. Also dass Beziehungen oder Referenzen zwischen Film und Fotografie sich zum Beispiel ändern. Thomas Elsässer hat in einem Interview im Filmdienst 2009 gesagt, die Digitalisierung zwinge zu einem Neu- und Überdenken der Mediengeschichte des 20. Jahrhunderts, weil sich zum Beispiel auch die Bezüge zwischen eben Fotografie und Film verändern. Also das ist mal das eine. Ich denke, da gibt es, wollte ich anknüpfen an Leonhard. Und das andere ist, natürlich ist das Analoge nicht automatisch, wenn man analog dreht, der Film gut und automatisch, wenn man digital dreht, der Film schlecht. Aber worauf ich die Aufmerksamkeit lenken wollte, ist, dass die Digitalisierung etwas macht mit den Künsten. Also natürlich muss man sich immer noch genau angucken, was, aber es verändert etwas, einfach aufgrund der technologischen Entwicklung. Ich bin wieder mal ein bisschen zu spät gekommen, deswegen kann ich mehr auf den zweiten Vortrag jetzt rekurrieren. Ich bin sehr froh über die Fragen, die du gestellt hast, und ich wollte wissen, wenn die Serie jetzt losgeht oder weitergeht, inwieweit die noch eine Rolle spielen oder auch die Punkte, die ihr jetzt jeweils festgehalten habt, irgendwie einfließen in die Reihe oder in eine Art Dokumentation. Manche von den Fragen hast du ja auch schon andeutungsweise beantwortet oder zumindest weiter nachverfolgt, finde ich sehr viel wert. Und eine Frage scheint mir ganz klar beantwortet jetzt von dir, da wollte ich nochmal nachfragen, kein Wettbewerb zwischen analog oder digital, sondern die Entwicklungslinien laufen anders. War das dein Plädoyer? Zur ersten Frage, wir hoffen, dass die Vorträge von Isabel Graf und Kerstin Starkemeier diese Themen neu aufgreifen. Dann haben wir ja auch Sasse und Matthias Mühling, Katharina Grosse und Ulrich Log und Clemens von Wedermeyer und Dore Imhoff, die gewissermaßen die klassischen Gattungen abfrühstücken. Fotografie, Malerei, Videofilm. Ja, das ist, also wir so wie fast schon schulmäßig machen wir das, ja, um dieses Panorama zu entwerfen, aber auch abzudecken. Und dann kommen wir mit dem Schluss, am Ende, Eva Schürmann, die Medialität des Ästhetischen wieder zum eigentlich, nämlich zur Sinneswahrnehmung unserer Kunst zurück, bevor Helmut Friedl, der scheidende Direktor vom Lehnbachhaus, das Ausstellung als Medium nochmal behandelt. Also wir hoffen, dass wir die Punkte, die wir jetzt angetippt haben, und die auch nur Teile in einem größeren Puzzle sein werden, dass sie dann nochmal aufgegriffen werden und vertieft werden. Und das andere ist, ich bin völlig deiner Meinung, was ich sagen wollte, ist, nach meiner Meinung geht es nicht um ein Gegeneinander-Ausspielen von digital versus analog, ja, und auch nicht von digital versus Kunst, ja. Auch dir gebe ich völlig, natürlich gibt es Schrottwerke in jeder Art von Medium und Gattung, ganz, ganz klar. Ja. Was ich aber am Ende sagen wollte, wenn ein Kunstwerk den digitalen Code benutzt, wird es, wenn es denn Kunst ist oder ein gutes Kunstwerk, auch wieder Unbestimmtheitsstellen aufweisen, die einfach notwendig sind, damit es sich von etwas anderem unterscheidet. Ein Kunstwerk kann nicht konvertierbar sein in etwas anderes. Zwar kann, was weiß ich, Geld als Code sich alles einverleiben. Ja? Also der Kannibalismus des Geldes ist unbegrenzt. Aber ein Kunstwerk kann ich nicht prinzipiell in irgendetwas anderes konvertieren. Und ein Kunstwerk, das einen digitalen Code benutzt, wird sich auch dadurch unterscheiden müssen, dass es eben nicht konvertierbar ist. Das war meine Unterscheidungslinie läuft nicht zwischen digital und analog, sondern zwischen Kunst und allem anderen. Und das war mein Punkt. Weil alle,
Also ich finde das, ich finde das gut zusammengefasst, damit wir tatsächlich auch spezifische Fragestellungen dann stellen können in diesen Vorträgen. Und mir ist jetzt eigentlich aufgegangen, dass man entlang dieser Fragestellung von Frau Ludemann das tatsächlich tun kann. Und vielleicht können wir aber eine Sache schon beantworten, irgendwie wie diese zwei Vorträge jetzt meiner Meinung nach zusammenhängen, ist, dass wir, wenn wir über Medienspezifik, Medien, das Digitale und das Analoge sprechen, da eigentlich könnte man es zusammenbringen, dass wir über Kommunikationen gesprochen haben und spezifische Formen der Kommunikation in beiden Vorträgen. Also nur an dieser Frage zu ergänzen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir eine Sache, die jetzt eigentlich komplett vergessen haben, die wir als Vortrag noch dazu nehmen müssten, das ist nämlich, dass eine Antwort auf viele Ihrer Fragen oder auch auf deinen Vortrag wäre, dass wir die Autoren der ganzen Sachen hier eigentlich völlig vergessen haben. Also wir müssen quasi die Autoren, die im Team die Algorithmen für Facebook entwickelt haben und die sich bestimmte andere Technologien damit reingenommen haben, die müssten wir eigentlich noch auf einen Vortrag bringen. Und das ist ja auch, das erinnert mich eben daran, dass das Friedrich Kittler eben auch gesagt hat, dass das die neuen Künstler sind. Also das halte ich für übertrieben, aber sie sind in jedem Fall Autoren und sie werden an keiner Stelle als Autoren ernst genommen. Und ich, meiner Meinung nach die einzige deutsche Zeitschrift, die das tut, ist, dass die CT, die versucht ab und zu mal Programmschreiber wie Autoren zu beschreiben. Dennoch wollte ich dann auch noch eins sagen, Sie haben gesagt, das reduzierte Bild von Welt müssen wir mit der Digitalisierung in Kauf nehmen, das wird eben auf ein bestimmtes Format, auf einem Bildschirm gezwängt und das ist eigentlich das, was mich stört, weil ich finde, dass da zu kurz gekommen ist, wie viele unglaubliche Möglichkeiten drin sind und das im Moment ja gar nicht das Problem ist, was wollen wir erinnern, sondern können wir überhaupt noch irgendwas vergessen? Also technologisch ist das nicht geklärt, ob das alles speicherbar ist und ob das irgendwie hält, aber im Moment sozusagen gibt es ja überhaupt kein Vergessen. Das hat auch Luhmann schon gesagt, das Problem einer Gesellschaft ist nicht erinnern, sondern was sie vergessen kann. Und nur um das plastisch zu machen, so ein Teenager, der heute in dem hintersten Dorf, in dem allerkonservativsten Land der Erde irgendwie aufwächst, aber irgendwie einen Internetzugang hat und jetzt zufälligerweise irgendwie auf rote Socken steht. Ja, der geht ins Internet und stellt fest, da gibt es 10.000 andere auf der Welt, die das auch tun. Und das ist für mich, das ist auch wenn jetzt das alles verboten ist in unserem Land, rote Socken, es gibt andere auf der Welt, die das haben. Und ich als Teenager der 80er Jahre, ich hatte ein total unterkomplexes Bild der Welt, weil es keine Digitalisierung gab oder keine zugängliche Digitalisierung. Ich habe halt in diesem nordrhein-westfälischen Dorf gesessen und einmal im Monat kam eine Spex-Ausgabe. Also ich finde, das war alles, dass ich... Ich sehe da unglaubliche positive Sachen und das ist ja auch oft geschrieben worden und unglaubliche Demokratisierung in diesen Technologien. Ja klar werden die vereinnahmt, aber auch der Film kommt von der Militärtechnologie und wir fragen uns auch nicht beim Hollywood-Film dann so... Darf ich da kurz eine Gegenfrage stellen? Also ist das, was Sie aus dem Internet rausziehen können, sind das Informationen oder ist es Wissen? Also natürlich kann ich alle Informationen aus dem Internet rausziehen, aber die Frage ist das Wissen oder hat das gar was mit Kunst zu tun? Ich glaube, es
allein das, was Sie anmahnen, diese Ordnung zu finden, da fehlt mir eben auch das Evolutionäre, wenn man jetzt mit Kittler und mit der Systemtheorie, es ist eben nicht nur binär, sondern es gibt in Programmen ja immer Sprünge, die plötzlich was anderes machen. Und auch im Museum gibt es etwas Evolutionäres, so, da hängt dann plötzlich der Tiepolem neben dem Füßli, weil es da irgendwie keinen Raum gibt. Und dann denkt man, ah, das hat ja was miteinander zu tun. Also die wissen Sie, was ich meine? Also ganz kurz noch eine zur Vortragsreihe. Wir haben auch gemerkt, dass die Vortragsreihe unvollständig ist und dass wir wahrscheinlich nochmal eine Version davon auflegen mit anderen Medien, mit anderen Beteiligten. Unsere Absicht war zu vermitteln, dass man heute Kunst von den Künsten aus, von den Künstlern aus denken muss. Nicht mehr normativ, dass wir auch als Kulturinstitut, also als Goethe-Institut nicht sagen können, was bringen die uns, sondern welche Wege müssen wir gehen, um zu verstehen, was die eigentlich da machen. Ja? Und dann können wir auch adäquat, weil wir benutzen ja in gewisser Weise Kunst, ja, als Kulturinstitut, wir benutzen ja Kultur als Vehikel einer bestimmten Auffassung von dem, wie wir uns eine bessere Welt wünschen. Also wie können wir das erstmal richtig verstehen, damit wir auch richtig damit arbeiten können. Deswegen sind ja auch so viele Künstler dann dabei. So, das war meine kurz. Ich möchte jetzt auf Ihren Vortrag nochmal eingehen. Sie haben ja versucht, das Spezifische von Kunst zu definieren und das abzusetzen zu einem allgemeinen Medienbegriff. Was ist ein Medium und was hat es für, ja, wie ist es definiert und was hat dagegen das Kunstwerk, was es allgemein zum Kunstwerk macht, diese offenen Stellen. Nun muss man sagen, dass dieses Problem ja nicht ein neuzeitliches Problem ist oder was Sie definiert haben, sondern das fängt auch früher als diese gezeigten Bilder an, sondern schon in der Neuzeit, also mit Albrecht Dürer, der eine Maschine entworfen hat, mit der man ein Mediuminstrument, mit dem man Medien schaffen konnte, nämlich Zeichnungen, die keine Leerstellen gehabt haben, weil sie konstruiert wurden mit dieser Zeichenmaschine. Und er hatte ganz genau gewusst, zu unterscheiden zwischen diesen Ergebnissen, die man da bekommt, und dem, was er dann als Kunstwerk macht. Dass da auch dieser Unterschied wurde von den Künstlern in der Neuzeit schon durch ihr Tun begriffen, wann haben wir ein Hilfsmittel, ein Medium mit aller Perfektion und wann fängt sozusagen das Kunstwerk an, das offene Fragen sozusagen so ganz bewusst hineininterpretiert vom Künstler als Werkstoff. Und da wollte ich halt nochmal zeigen, dass das, diese Denkweise zwischen Medium und Kunstwerk, dass das ein ganz, schon ein sehr altes europäisches Problem in der Kulturgeschichte ist. Ja, vielen Dank. Ich stimme Ihnen da völlig zu. Es ist nicht, es bezieht sich nicht auf die jüngste Kunst. Was ich, ja, genau. Aber das digitale Medium ist neu. Ja? Das war der Punkt. Ja. Ja. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir beschließen den Abend. Vielen Dank an Marina Ludemann, vielen Dank an Sie, dass Sie gekommen sind. Kommen Sie gut nach Hause und wir sehen uns vielleicht alle wieder am 4.6. im Lehnbachhaus, wo Isabel Graf ihren Vortrag halten wird, der Wert des lebendigen Malerei als indexikalisches Medium in der neuen Ökonomie. Da sind wir sehr gespannt drauf. Isabel Graf ist eine wunderbare Theoretikerin und Autorin, Herausgeberin von Texten zur Kunst und anderem. Es lohnt sich. Vielen Dank und Wiedersehen.